Das hört ihr nicht, aber der Kleine kratzt die ganze Zeit an der Scheibe. Sobald man ihn raussetzt, kratzt er wieder an der Scheibe, dass er wieder rein will. Also irgendwie sehr merkwürdig. Aber was soll's? Brauche mehr Arkankraft. Na, ich muss gerade mal auf Klo, aber wir können erst gehen, wenn wir das eine hier haben. Leute. Das Stadtportal. Dann kann ich mich kurz zurück teleportieren. Kurz einen Aufnahmestopp und fangen wieder an. Im östlichen Königreich Kedjistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Ich brauche Arkankraft. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Könnte passieren, glaube ich nicht dran. Ich habe nicht genug Arkankraft. Oh Gott, die hält echt einiges aus. Neue aktive Fertigkeit. Drückwelle. Drück. Ja, damit können wir ein bisschen Damage absorbieren. Ist gleich mal verkehrt. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Aber... ich brauche Arkankraft. Das werden wir gleich am Anfang auch nicht so benötigen. So. Zwei scheußliche Mütter. Oh, ein Teleporter. Teleporter! Ich habe nicht genug Akkankraft. Ein Telefontöpfer. Oh Gott, manchmal bin ich merkwürdig. Ja, ich glaube, das wisst ihr schon nicht. Zack. So, wir haben neue Stiefel bekommen, die wir nicht brauchen. Sehr schön, Alter. Diese Gruft erscheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Ja, gleich kommt wieder Mac Schwabbeltit. Planetenkraft. Na, wer kennt's? Warte, Planetenkraft. Digimon, die erste Staffel. Nee, gar nicht, die zweite. Nee, gar nicht beide. Also schwarze Planetenkraft kommt erst in der zweiten. Mit Black Wargreymon aus den schwarzen Türen. Planetenkraft an sich gibt's aber schon in der ersten Staffel. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Ja, wenn du wüsstest. Wir haben Stadtportal, ich kann kurz auf Klo gehen. Erstmal gucken, ob wir nicht einen neuen Zauberstab rausbekommen, das wäre schön. Oh, Ledergürtel. Neat. Ja, geht.
Neat. Oh, oh. Haube. Wie viel braucht man nicht? Brust, Arm, Schien, Bein. Nö. Immer noch besser. Okay. Die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen. Den hätten wir jetzt eventuell gebrauchen können. Paket. Ich habe die Krone. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Okay. Eigentlich muss ich jetzt auch nicht mehr auf Toilette. Geht durch die verzierte Tür zur zweiten Ebene der Cathedral. Okay. Machen wir doch gerne. Brauche mehr Arkankraft. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Ja, siehst du doch. Ich bin jetzt noch besser. Mir ist noch besser. Treasure Goblin! Oh, my beautiful things! Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, was höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Wenn du wüsstest. Die Flagge sieht echt krass aus und wir sehen ziemlich scheiße aus. Na, da kommt er noch raus. Ich wusste das schon. Das wusste ich schon. Niemand kann mich aufhalten. Ich habe nicht genug Arkankraft. Maskenqual. So.
Und da. Dass sie immer den Weg versperren müssen, das ist ziemlich nervig. Der letzte hier von der Aasflattermaus. Vielen Dank. Schön. Nach oben müssen wir. Oh Gott, ich mache merkwürdige Geräusche mit dem Mund. Mission. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich habe eine Rechnung mit dem Skelettkönig zu begleichen. Ich ebenso. Ein Bloker. Oh, weg mit ihm. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Hier entlang. Da sind. Er ist frei! Er darf sich nicht. Er darf sich nicht? Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ihr sagt es. Ein starker Speer an meiner Seite könnte hilfreich sein. Naja, naja. Im Augenblick mache irgendwie ich immer noch alles. Hallo? Dürüm, dürüm. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesem Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Okay. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Cool, dass ihr es kommentiert, wenn wir ihn skillen. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Ich hätte mich genauso skillt. So. Ich brauche Arkankraft. Ja, ich weiß. Man ich konnte es hier nicht auf der Mann nennen. Ja, ich wollte gerade den Brunnen kaputt machen, hab's nicht geschafft. Eine Tür. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Oh, wenn du wüsstest. Level 11 ist jetzt nicht so unglaublich hoch. Gerade mal so ein bisschen geguckt, wie man skillen soll. Aber irgendwie.
bin ich davon nicht so sehr überzeugt. Ich wärme mich gerade erst auf. Ist das so? Das ist ulkig, wie die da aus den Krypten rausplumpsen. Ja, ich weiß, ich waste ein bisschen meiner Kernkraft. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Selbst wenn ihr es nicht tut. Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen? Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Eins. Wir brauchen mehr Arkankraft. Oh. Zwei. Und weiter geht's. Meistens können wir einfach durchrushen, weil es echt lächerlich ist. Der neuen persönliche Bestlang aufgestellt. Stufe 37, 5 Minuten, 8. Der besten Liste 30. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ihr werdet mich niemals besiegen! Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Immer noch nicht. Jetzt aber. Ja, komm her. Vergesst ihn! Kämpft lieber gegen mich! Ja, also wirklich viel können die hier nicht. Man sieht. Dafür, dass er so riesig ist. Aber ist ja auch erst der Anfang. Ein legendärer Gegenstand. Komm mit Dockel. Oh. Naja. Naja.
Sieht jetzt nicht so cool aus. Endlich, der Krater. Lammengänger. Hallo? Ihr seid derjenige, der vom Himmel fiel? Ich glaube nicht, dass das Böse an diesem Ort von euch ausgeht. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Könnt ihr euch erinnern, wer ihr seid? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich sollte euch nach Tristram zurückbringen. Cain wird wissen, was mit euch zu tun ist. Okay. Um ein Spiel freiwilligen freischalten will. Ich bin weit gereist, nur um herauszufinden, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht hat Cain die Antworten. Vielleicht aber auch nicht. So. Das alles mal ödeln. Sehr schön. Braucht man nicht. Auch mal. Danke. Auch mal auf weiß nicht. Wie sehen wir aus? Ziemlich scheiße. Ich mach kurz einen Aufnahmestopp, um was zu essen, was zu trinken, zu ödeln und dann bin ich wieder da. Bis gleich.